Hi, ich bin Kathi, ich arbeite für das Marketing der Cologne Business School und ich werde euch die nächsten zwei Tage durch die Management Academy begleiten. Die Management Academy ist ein dreitägiges Schnupperstudium, bei dem die Teilnehmer verschiedene Vorlesungen zum Thema BWL und Management belegen können. Außerdem gibt es noch einen Soft Skill Kurs und ein Assessment Day Simulation, damit man perfekt auf den Assessment Day vorbereitet. Herzlich willkommen zur Assessment Day Simulation. Wir machen jetzt gerade das Gruppeninterview und sind direkt am Anfang und legen jetzt damit los, dass sich die Kandidaten. Ich bin 18 Jahre alt und ich interessiere mich für Business Psychology und Intercultural Management. Okay. Ich bin Deborah Döben, ich bin 17 Jahre alt. Wir waren auf der Bachelor-Messe in Frankfurt und da hat sich die CBS vorgestellt und auch über das Management-Seminar für diese Tage berichtet. Wir haben einen guten Einblick bekommen, wie die Bewerbung hier abläuft und auch der Assessment Day, sowie die Studiengänge und die Finanzierung. What again is that? Just so that the companies are able to promote people more often, not every business, and first and foremost, finding out how people behave in a so-called organizational context. Nachdem wir uns jetzt gerade die Vorlesung zu Intercultural Management angehört haben, geht es jetzt zu Frau Lopez, zu Wirtschaftspsychologie. Stellenwert in der Gesellschaft bekommen und wie man das halt nutzen kann, um Produkte zu platzieren. Mhm, sehr gut, genau. Wie wird eigentlich sowas wie ein Brand, eine Marke? Diplompsychologie studiert. Warum? Weil es zu meinem Zeitalter keine Wirtschaftspsychologie gab. Ich wollte damals in den Bereich Werbung, Marketing. Einen wunderschönen guten Morgen. Tag 3 der Management Academy ist gestartet und die Teilnehmer sitzen in der ersten Vorlesung. Schauen wir uns einmal an, was in der Tourismusvorlesung so passiert. Und wird dann hier fest angestellt und promoviert zurzeit an der University of Brighton in Südengland. Row, why is it now one of the biggest industries in the world? Because it is. Okay, we have the oil industry, we have the automobile industry,